Hallo und herzlich willkommen zum Yoga. Ich nehme euch heute mit in circa 30 Minuten für Selbstliebe und innere Balance. Auch äußere Balance, aber auch innere Balance. Das heißt, wenn du mitmachen möchtest, roll dir deine Matte aus oder finde einen gemütlichen Platz auf dem Teppich und dann lass uns einfach starten. Du brauchst eventuell einen Block oder ein dickes Buch oder irgendwas zum drauf abstützen. Es geht aber auch ohne. Und ein oder zwei Decken oder zusammengeknautschte Pullis oder irgend sowas, was du dir mal unter den Po stopfen kannst, wären gut. Dann bist du schon ganz gut vorbereitet. Und wir können loslegen. Komm in Sitzen an. Setz dich ganz gemütlich hin. Du kannst die Decken oder Pullis oder Kissen oder was auch immer es ist, gerne unter deinem Po so ein bisschen zusammenknautschen, sodass die Knie noch weicher nach außen und unten sinken können. Schließ die Augen und nimm wahr, wie dein Atem gerade kommt und geht. In welchem Tempo und in welchem Rhythmus strömt der Atem ein und aus? Und wo in deinem Körper spürst du, dass du mit der Einatmung ausgedehnt wirst und mit der Ausatmung weicher wirst? Komm ganz bei dir an, ganz hier und in diesem Moment. Und dann beginne mal auf den Sitzbeinknochen so ein bisschen nach vorne und hinten zu rollen, ganz weich und locker. Du kannst auch gerne mit dem Brustbein so ein bisschen spielen und das nach vorne und hinten zu rollen im Raum, zu räkeln. Vielleicht magst du es auch kreisen lassen, rechts nach vorne oder links wieder nach hinten oder andersrum. Und dann lass es ganz allmählich kleiner werden und sich wieder einpendeln in deine Achse. Das ist dort, wo deine Achse, also der Abstand zwischen Scheitel und Steißbein, sich besonders groß anfühlt, ohne dass du dich dafür extra anstrengen musst. Such mal diesen Punkt, während du hier auf den Sitzbeinknochen so ein bisschen rollst. Und wenn du dich dort eingependelt hast, lass die Arme über die Seite nach oben fließen. Spür die Luft zwischen den Fingern. Ausatmen, sinken die Hände an der weiter wachsenden Achse entlang, bis aufs Herz, bis aufs Brustbein. Leg jetzt mal die rechte Hand auf den Bauch und die linke aufs Brustbein drauf. Da, wie dein Atem kommt und geht, und vielleicht spürst du sogar dein Herz, wie es für dich schlägt. Spür da mal ganz rein und komm ganz bei dir an. Nimm wahr, wie der Atem dich so ein bisschen ausdehnt und dann wieder weicher werden lässt. Und dann löst das. Lass deine Achse schaukeln, schau mal von links raus, die rechte Hand kann überfließen. Räkel hier mal die rechte Seite ganz weich, wach und locker. Indem die obere Schulter so ein bisschen nach vorne und hinten schaukelt. Mach das ein paar Mal in aller Ruhe. Und dann lass die Oberhand auch zum Boden kommen und schaukel dir hier mal so deinen Weg auf die andere Seite rüber. Ganz weich. Die rechte
Hand kommt zum Boden, die linke kann sich nach oben öffnen oder überhängen. Und hier schaukel sanft nach vorne und hinten. Atme weit. Weck die linke Seite ganz liebevoll auf und atme da immer wieder rein, da wo du gerade die Dehnung wahrnimmst. Finde so ein Räkelgefühl in deinem Körper. Und dann kommt die obere Hand wieder zum Boden zurück, schaukel dir dein Leben zurück in die Mitte. Lass hier einmal die Wirbelsäule lang werden, gehoben werden, ausatmen, lass sie wieder nach unten sinken und dann laufen die Hände zurück. Unter die Schultern, die Wirbelsäule rollt sich auf. Die Hände laufen noch weiter nach hinten, stellen sich hinter dir zum Boden, die Füße stellen sich vor dir auf. Und einer hebt hier das Becken einmal an, schaukel, wenn du magst, ein bisschen nach rechts und links. Und mit einer Ausatmung kommt dein Becken wieder zum Boden zurück. Finde jetzt mal deinen Weg in den Vierfüßlerstand. Und wenn du jetzt, so wie ich, noch dicke Pullis und dicke Socken oder sowas hast, was du vielleicht im aktiveren Teil der Stunde gar nicht brauchen wirst, ist das ein guter Zeitpunkt, diese Sachen auszuziehen, einfach zur Seite zu legen. Wir treffen uns gleich im Vierfüßlerstand. Bring dazu einfach deine Hände unter die Schulter und die Knie unter die Hüftgelenke. Und dann lass dein Becken hier mal so ein bisschen kreisen. Sag Hallo zu den Hüftgelenken. Wärm die auf. Ganz liebevoll. Lass dieses Kreisen so locker wie möglich fließen. Der ganze Körper kann dabei mitkommen. Und so ein bisschen durchbewegt werden. Und dann lass das nach so ein paar Kreisen in die eine und die andere Richtung langsam wieder kleiner werden und ausklingen. Komm in der Mitte an. Ein Einatmen trägt den Oberkörper so ein bisschen nach oben. Und ausatmen gleitet die linke Hand unter der rechten durch. Komm hier in einen sanften Twist der Wirbelsäule. Das Becken darf an der Stelle sanft sich bewegen und schaukeln. Und du atmest dorthin, wo du die Dehnung spürst. Und wenn du magst, kann die rechte Hand auch nach oben wegkrabbeln in Richtung der kurzen Mattenseite, wenn du eine Matte hast. Atme dorthin, wo du die Dehnung spürst. Egal, ob das im Rücken oder in der Schulter ist. Verlängere den Atem. Gerne auch nochmal ganz bewusst. Ich mag so dazu ein Geräusch machen mit den Lippen. Und dann kommt die rechte Hand wieder unter die Schulter zurück. Eine Einatmung trägt dich nach oben. Und ausatmend gleitet die rechte Hand unter der linken durch. Komm in die andere Richtung noch. Hier erlaubt dem Becken erstmal so ein bisschen zu schaukeln, zu schwingen. Auf der Suche nach dem Punkt, wo die Dehnung im Rücken besonders deutlich spürbar ist. Und dann bleibst du, wenn du magst, kannst du die linke Hand nach oben wegkrabbeln lassen. Und dann atme dorthin, wo die Dehnung am deutlichsten ist. Vielleicht ist es in der Außenseite der Schulter, vielleicht zwischen den Schulterblättern, vielleicht irgendwo im Rücken. Atme dort rein, erlaub dem Körper weiter, sich ein bisschen zu bewegen in der Haltung. Mit so einem Räkelgefühl. Verlängere noch einmal entweder die Ein- oder die Ausatmung ganz bewusst. Und dann kommt die linke Hand wieder unter die Schulter zurück. Eine Einatmung hebt dich wieder an in den Vierfüßlerstand. Die Füße hinten stellen sich auf und das Becken wird nach oben getragen. Lass dir dein Becken so ein bisschen schaukeln und wenn du magst, dann schieb mal mit der rechten Hand und dem linken Fuß gleichzeitig in den Boden und dann andersherum. Reck dich so richtig schön durch. Leg deine ganze Rückseite auf, die du jetzt vielleicht in der Dehnung wahrnehmen kannst.
in der Mitte Arme ein und trägt das Becken über oben nach vorn, lange Linie über den Boden. Spür die Kraft deiner Mitte an der Stelle. Wenn du magst, kannst du die Sitzbeinknochen mit einer Ausatmung mal nach hinten ziehen lassen. Als sollst du dich hinhocken und einatmen, schiebst du dich wieder nach vorn raus. Spür die Kraft deiner Beine, die dich in den Boden verwurzeln, die dich immer erden. Und spür die Kraft deiner Mitte. Wenn dir das zu viel ist hier mit dieser, ich sag mal, Liegestütz-Variante, dann kannst du einfach ein bisschen höher gehen mit dem Becken und so ein, wie so einen kleinen Mini-Hund machen, wenn du dich nach vorn schließt. Das ist viel leichter als diese Variante. Nach 5 bis 8 Wiederholungen in deinem Tempo, lass die Knie zum Boden kommen. Dein Herz und dein Brustbein wollen nach vorn rausschauen. Und dann wird dein Becken über oben nach hinten getragen in die Stellung des Kindes. Schau immer so ein bisschen nach rechts und wieder nach links mit dem Kopf. Hol dir eine kleine Massage für die Stirn vom Boden ab. Und dann laufen die Hände zurück und rollst dich auf deinen Fersensitz. Komm hier an. Und einatmen, trägt die Arme nochmal über die Seite nach oben. Ausatmen, sinken die Hände an der weiter wachsenden Achse entlang bis aufs Brustbein. Lass hier 3-mal den Atem durch die Nase kommen. Und durch den offenen Mund wieder gehen. Mach das in deinem Tempo. Und dann öffne die Augen. Die Hände kommen wieder nach vorn, kommen mit 4-Füßler-Stand an, die Füße stellen sich auf und das Becken wird nach oben getragen in den Mund. Jetzt laufen die Füße einmal nach vorn, Schrittchen für Schrittchen in den vorderen Bereich deiner Matte rein. Beug die Knie und roll dich hier auf, Wirbel für Wirbel für Wirbel. Sobald der Schultergürtel angekommen ist, fließen die Arme über die Seite Richtung Himmel. Und ausatmen, tauchst du wieder ab nach vorne und unten. Wiederhol es in deinem Tempo, roll dich auf die Einatmung, trag die Arme nach oben. Ausatmen, tauchst du wieder ab in die Vorbeuge, dein Nacken wird ganz lang und weich. Und noch einmal in deinem Tempo. Mit einer Einatmung verlängert sich hier die Wirbelsäule nochmal. Der Scheitel wird so ein bisschen angehoben. Und ausatmend wird wieder alles weich und sinkt nach unten. Beugt jetzt mal das linke Knie und die linken Finger kommen zum Boden. Die rechte Hand öffnet sich nach oben. Wenn du hier nicht am Boden ankommst, stützt dich einfach mit dem Arm auf den Oberschenkel ab oder nimm dir einen Block und stell den unter die Hand. Die Einatmung dehnt dich aus, die Ausatmung lässt dich weich werden. Noch einmal, lass den Abstand zwischen Scheitel und Steiß ganz groß und lang werden mit der Einatmung. Und dann mit der Ausatmung kommt die rechte Hand zum Boden oder auf den Block. Rechtes Knie beugt sich und die linke Hand wird nach oben getragen. Auch hier lass dich ausgedehnt werden mit der Einatmung. Ausatmen, lass die Schultern weg von den Ohren schmelzen. Und wiederhol es nochmal. Mit der Ausatmung kommen die Hände wieder zurück zum Boden. Lass den Nacken lang werden und roll dich noch einmal auf zum Stehen. Finde jetzt mal so einen Fokuspunkt für deine Augen, genau auf Augenhöhe, als würdest du am Meer zum Horizont schauen. Schaukel ein bisschen nach rechts und links und übertrag dein Gewicht dann auf den linken Fuß. Der rechte Fuß stellt sich am Innern des linken Beins an für deinen Baum. Und jetzt stell dir nicht so einen Weihnachtsbaum vor, sondern so einen wirklich noch gut verwurzelten Baum, der tief in die Erde reinreicht. Genauso weit wie ihr nach oben in den Himmel wächst und nach einer Einatmung trägt die Arme über die Seite nach oben. Du wächst in beide Richtungen, in den Himmel und in den Boden. Und ausatmend sinken die Schultern weg von den Ohren. Wiederhol es, die Einatmung dehnt dich aus, die Füße verwurzeln sich beide, dort wo sie jeweils stehen. Und ausatmend sinken die Schultern weg von den Ohren.
Und noch einmal. Beide Füße verwurzeln sich, du wächst in die Länge. Und ausatmen, sinken die Hände an der weiter wachsenden Achse entlang. Bis aufs Herz, bis aufs Brustbein. Löst diesen Fuß und nimm das Knie in die Hände. Mal so ein paar Kreise in die eine, ein paar Kreise in die andere Richtung. Und deine Oberschenkel können dabei ganz locker bleiben, vor allem hier der Oberschenkel des oberen Beins. Mit einer Ausatmung lass das Knie sinken und greif den Fuß hinter dir. Linke Hand öffnet sich nach oben für deine Variation des kosmischen Tänzers. Die Einatmung schiebt den Fuß so ein bisschen gegen die Hand. Und du wirst merken, dass es dabei ein bisschen stabiler wird. Und dann löst du das wieder mit der Ausatmung. Wiederhol das. Und wenn du magst und da ganz viel Raum ist bei dir, kannst du auch den Fuß mehr in die Hand reinschieben. Vielleicht weicht sogar der Oberkörper aus. Egal, wo du hier landest, für deinen kosmischen Tänzer, dieses Schieben des Fußes in die Hand gibt dir mehr Stabilität. Einatmen, schieb nochmal da rein mit der Einatmung. Und ausatmen, tauch ab nach vorne und unten. Die Knie können gebeugt sein und der Hinterfuß findet ganz weit hinter dir den Boden wieder. An der Einatmung trägt dich hier nach oben. Ausatmen, beugt sich das vordere Knie, sodass es über den zweiten Zeh zeigt. Die Einatmung trägt dich nach oben. Und ausatmen, kommt der rechte Ellbogen an den linken Oberschenkel in einen Twist. Wenn dir das nicht so angenehm ist, bring die rechte Hand einfach zum Boden und die linke kommt nach oben. Finde deine Variante. Und mit einer Ausatmung kommen beide Hände wieder zurück zum Boden. Die rechte Ferse zieht nach hinten und ausatmend wird das Becken nach oben getragen in den Mund. Lauf hier nochmal nach vorn. Schrittchen für Schrittchen. Roll dich auf Wirbel für Wirbel zum Stehen. Und nach Einatmung heb die Arme über die Seite nach oben. Verwurzel die Füße tief in den Boden. Ausatmend sinken die Hände an der weiter wachsenden Achse vorbei bis aufs Herz. Lass die linke Hand nochmal aufs Brustbein kommen und die rechte auf den unteren Bauch. Schaukel hier ein bisschen nach rechts und links. Komm ganz bei dir an. Spür den Atem, wie das Brustbein hebt und wieder senkt. Und vielleicht spürst du auch dein Herz, wie es für dich schlägt. Einfach zwei Atemzüge hier. Lausch deinem Atem. Der kommt und geht. Und dann löst die Hände, öffne die Augen und finde wieder deinen Fokuspunkt genau auf Augenhöhe. Übertrag das Gewicht diesmal auf den rechten Fuß, der linke Fuß schwebt und kann sich dann an der Innenseite vom rechten Bein abstellen. Ich zeig das mal so, dass du es von vorn sehen kannst. Egal, ob es hier oben ist, am Oberschenkel oder so weit unten, dass die Zehen noch am Boden stehen. Die nächste Einatmung trägt die Arme über die Seite nach oben und ausatmend sinken die Schultern weg von den Ohren. Auch hier denkt ihr nicht an einen Weihnachtsbaum oder so, sondern an einen lebendigen Baum, der in beide Richtungen wächst. So wie du dich ausdehnst in beide Richtungen und ausatmend wirst du weicher. Einatmen, dehn dich aus. Finde deinen Fokuspunkt in der Ferne. Und ausatmen, lass die Schultern wieder sinken. Ich drehe mich wieder zurück. Nimm das Knie in die Hände. Löse den Fuß und mal ein paar Kreise mit dem Knie erst in die eine Richtung und dann in die andere. Mit einer Ausatmung sinkt das Knie und du kannst an das Weiche des Fußes fassen. Die rechte Hand öffnet sich nach oben. Schieb hier mal mit dem Fuß neben die Hand für mehr Stabilität. Und ausatmen, lass es wieder weicher und lockerer werden. Wiederhol das in deinem Tempo. Einatmen, ausdehnen, ausatmen, weicher werden. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch weiter da reinschieben. Der Oberkörper kann ausweichen. Aber egal, wie dein kosmischer Tänzer aussieht.
Oder von mir aus, weil wir gerade kurz vorbei sind, der Engel, der die Kerze trägt. Dehn dich einfach aus mit der Einatmung. Lass das Ausatmen weichen. Noch einmal. Und dann löst die Hände, tauch nach vorne und unten ab. Und der Fuß findet ganz weit hinter dir den Boden, tiefer aus der Schritt. Eine Einatmung hebt das Becken und hebt den Oberkörper. Ausatmen, kommen die Hände auf dem Brustbein an. Das vordere Knie beugt sich so, dass es über den zweiten Zeh zeigt. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben. Und ausatmen, kommt der linke Ellbogen an den rechten Oberschenkel, wenn das angenehm ist. Wenn nicht, wird ein weichen Twist, linke Hand zum Boden, rechte nach oben. Atme hier nochmal rein, einatmen, dehn dich aus. Und dann kommen beide Hände zum Boden, egal in welcher Variante du warst. Die linken Ferse zieht nach hinten und ausatmend hat das Becken nach oben getragen in den Mund. Lauf noch einmal nach vorn, Schrittchen für Schrittchen. Komm in der Vorbeuge an. Und dann roll dich auf, Wirbel für Wirbel. Die Einatmung trägt die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmend sinken die Hände an der weit erwachsenen Achse entlang, bis aufs Brustbein. Beug die Knie, schaukel hier so ein bisschen nach rechts und links, bisschen nach vorn und hinten. Finde deine Achse. Stell dir nochmal vor, dass du bis tief ins Erdreich hinein verwurzelt bist, dass dein Scheitel nach oben wächst. Du kannst dir auch vorstellen, dass du wie so eine Kerze bist, der Kopf ist wie diese Flamme auf der Kerze. Aber lass die Kerze immer mal wieder zu so einem lebendigen Baum werden, zwischendrin in deiner Vorstellung, sodass du trotzdem dich auch nach unten verwurzelst und nicht so steif wirst, sondern weich immer wieder deine Achse findest. Aber das mit der Flamme ist ein schönes Bild für den Kopf, sodass den Nacken wirklich loslassen. Und dann mit einer Ausatmung löst die Hände und komm mal zum Sitzen. Ich komme für diesen Teil der Stunde ein bisschen weiter zu dir. Ich möchte nämlich dich mitnehmen in eine kleine Massage für das Gesicht. Kann man mich hier gut sehen? Genau. Setz dich entspannt hin. Und roll auch den Sitzbeinknochen noch mal so ein bisschen nach vorn und hinten in aller Ruhe. Und dann komm in deiner Achse an. Und ich komme doch noch mal ein Stückchen näher zu dir für diese Gesichtsmassage. Nimm mal die Hände aneinander und auch wenn du jetzt gerade erst einsteigst, kannst du gern einfach mitmachen. Reib die Hände aneinander, bis die Wärme entsteht. Und dann nimm die Wärme und leg sie mal so auf die Augen drauf und auf deine Stirn. Komm ganz bei dir an. Und war wie der Atem kommt und geht. Und dann wiederhole das noch zweimal in deinem Tempo. Und noch einmal. Und dann nimm die Hände einmal so an die Nasenwurzel. Mit den Daumen massiere die Nasenwurzel einfach mal so ein bisschen durch. Du kannst auch gerne die Finger zur Hilfe nehmen und einfach da so die Haut so ein bisschen vom Knochen quasi lösen. Und dann massiere mit den Fingern von hier unten einmal in einem Bogen bis oben zum Haaransatz und dann seitlich bis zu den Schläfen. Wiederhole das ein paar Mal. Und werde mit jeder Wiederholung ein bisschen flacher mit diesem Massieren der Stirn.
Dann nimm die Augenbrauen zwischen die Finger hoch. Massier da mal so ein paar wie kleine Mini-Kreise mit deinen Fingern. So, die Haut ist da dazwischen. Ganz weich. Auch hier, als wolltest du die Haut so ganz weich vom Knochen lösen. Und du wanderst langsam an deinen Augenbrauen entlang nach außen dabei. Du musst nicht sonst viel Druck ausüben an der Stelle. Und dann lauf, wenn du außen angekommen bist, hier, da wo der Knochen von der Augenhöhle spürbar ist, dann lauf mal oder tupf mal auf dem Jochbein entlang, wieder in die Mitte, zur Nasenwurzel zurück und wiederhol das nochmal, vielleicht so ein bisschen schneller diesmal, und den Augenbrauen langsam nach außen. Und dann nach innen auf dem Jochbein zurücktupfen. Dann mach so eine Form mit den Händen. Nimm die Nase dazwischen und massiere seitlich an der Nase nach oben und unten. Und natürlich kriegt auch deine Nasenwurzel dabei so ein bisschen was ab von dieser Massage. Und dann bleibst du gleich mal hier seitlich an den Nasenflügeln, da gibt es so einen Akupressurpunkt. Vielleicht merkst du den auch, dass es so ein bisschen sich deutlicher drückend anfühlt. Du kannst ihn mit den Zeigefingern oder mit den Daumen drücken und dann ruhig mal so ein bisschen nach außen und oben ziehen. Im Gegensatz zu mir sieht dich ja keiner. Kann sein, dass die Nase anfängt zu laufen an der Stelle, weil das wunderbar wirklich diese Nasennebenhöhlen so ein bisschen öffnet und anregt und kann in der Erkältungszeit nur gut sein, das immer mal zu machen. Dann komm mit den Fingern einmal auf deine oberen Zähne, aber von außen. Du fängst hier in der Mitte an, unter der Nase und läufst langsam auf die Zähne nach außen. Bis da, wo der Oberkiefer und der Unterkiefer verbunden sind, wo der Unterkiefer hier so eingehängt ist. Und dann nimmst du den Unterkiefer, Daumen nach unten, Finger nach oben und läufst quasi auf den unteren Zähnen wieder nach innen zurück. Das ist sehr schön, um die Kiefermuskulatur mal zu lösen, die ja bei Stress und Hektik und was man so sonst gerne vor den Feiertagen auch mal hat. Ja, sehr reagiert, diese Kiefermuskulatur kannst du dadurch also lösen. Mach das ruhig nochmal, fang oberhalb an den oberen Zähnen, Schneidezähnen an und dann läufst du nach außen bis dorthin, wo der Unterkiefer eingehängt ist, nimmst den Daumen nach unten und läufst dann am Unterkiefer wieder zurück. Bis in die Mitte, quasi zwischen die unteren Schneidezähne. Und dann machst du so eine Haltung, Spock lässt grüßen, und legst es quasi vor und hinter deine Ohren, um dort auf und ab zu massieren. Ich finde, an der Stelle kann man sehr gut nachvollziehen, warum Hunde es so sehr mögen, an den Ohren gekraut zu werden. Das kann man sich aber auch eben selber gern mal gönnen. Massier hier so ein paar Mal hoch und runter. Und dann nimm die Ohrmuschel zwischen die Finger und massiere da nochmal so ein bisschen nach oben und wieder nach unten. Bis zum Ohrläppchen, das kann man auch nochmal so ein bisschen lang ziehen. Dadurch, dass viele Akupressurpunkte im Ohr sind, ist das was, was sehr schön wach macht, was den ganzen Körper so ein bisschen wach macht und anregt, was man auch gut morgens einfach mal machen kann. Und dann kennst du doch diese Knubbel hier vorne, wo so Knorpel quasi sind. Da nimmst du deine Hände hin und schließt kurz für 3 Sekunden deine Ohren, öffnest das dann wieder. Das Ganze machen wir 3-mal.
und dann löst das. Nimm deine Finger einmal an die Schläfen und massiere die Schläfen so ein bisschen. Kreisen zuerst in die eine Richtung. Und nutze da wirklich viel Fläche von deinen Fingerkuppen. Mach das so ganz, ganz liebevoll. Und dann in die andere Richtung. Und dann nimm die Finger und fang an der Stirn, quasi oberhalb der Augenbrauen an und schieb mal in so mehreren Stufen bis in den Haaransatz rein. Und wiederhol das und geh dabei immer weiter nach außen. Du fängst hier an. 1, 2, 3, 4. Und dann irgendwann auch bis über die Schläfen, so überm Ohr, bis nach hinten. Wenn du die Haare offen hast, kannst du die richtig so ein bisschen lang ziehen an der Stelle, vom Schädel weg. Mach das noch so ein paar Mal. Weck deine ganze Kopfhaut dabei auf. Und dann als Abschluss, lass deine Finger nochmal so ein bisschen über die Kopfhaut regnen, tanzen. Weck da alles auf. Und dann lass die Hände wieder sinken. Und spür nach mit geschlossenen Augen, nach dieser kleinen Gesichtsmassage, was klingt danach? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Gesicht an? In welchem Tempo kommt und geht dein Atem gerade? Komm nochmal ganz bei dir an. Und dann such dir eine Einatmung aus. Und mit dieser Einatmung öffne die Augen wieder, lass die Arme noch ein letztes Mal über die Seite nach oben fließen, kann ich wieder nach hinten gehen. Spür die Luft zwischen den Fingern und ausatmen, komm die Hände an der Stirn vorbei, bis aufs Brustbein, komm ganz bei dir an. Lass noch einmal den Atem durch die Nase kommen, durch den offenen Mund wieder gehen. Wiederhol das zweimal noch in deinem Tempo. Öffne die Augen. Und ich hoffe, du fühlst dich fantastisch und nimmst dieses Gefühl mit in deinen Tag und in deine Vorweihnachtszeit. Ich wünsche dir wunderbare Feiertage und ich hoffe, wir sehen uns danach bald hier wieder. Bis dahin, Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und besuch mich auf www.tanzkörpertraining.de. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.